Sie wollten schon immer mal ein Basketball-Playoff-Viertelfinalspiel live in München erleben. Dann sind Sie hier richtig. Denn die Dr. Hermann-Gruppe und Radio 1 schicken Sie am Sonntag mit dem strahlend blauen Alba-Bus zum Spiel 3. Bayern München gegen Alba Berlin. Liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen im wunderschönen Bundesland Franken, was ja, glaube ich, zu Bayern gehört. Wir sind mittlerweile auf der Reise zum dritten Spiel Alba Berlin gegen FC Bayern. Die Situation könnte günstiger aussehen. Aus deiner Sicht, wie sind die Chancen heute von Alba in diesem dritten Spiel? 20%. Also ich habe nicht viel Hoffnung. Ich hoffe natürlich, aber ich habe nicht viel Hoffnung. Wie viel von der Serie hast du bisher mitbekommen? Das erste Spiel gesehen, zweite musste ich leider arbeiten, wurde mir live berichtet aus der Halle. Genau, und habe viel Diskussion über die Schiris gehört. Alba Mannschaftsbus, Toilettenbesichtigung, Klappe bitte schneiden, folgt mir bitte. Ich gehe jetzt mal hier so rein. Also ich, wie gesagt, so knapp 1,90 groß, andere Centerspieler vielleicht 2 Meter. Hat ja jemand die Decke runtergemacht? Ja, über 2 Meter, wie sollen die hier reinpassen? Komm mal mit, Frank. So. Jetzt sitze ich, jetzt würde ich die Tür zumachen und so viel Platz wäre dann im Prinzip. Auf unserer Reisetour erreichen wir jetzt das Fußballstadion vom FC Bayern. Wir machen es also folgendermaßen, wir setzen euch hier ab, ihr müsst dann jetzt leider zu Fuß laufen. Es sind noch 10 Meter! Um mit den Worten Heinz oder Kunze zu sprechen, Gott weiß, ich habe es versucht. Gut, wir stellen den Bus dann hier ab auf der anderen Seite. Also wenn ihr dann irgendwann nach dem Spielende, nach dem Siegreich natürlich wieder hier rauskommt, werden wir dann hier stehen, auf der anderen Seite nur, ja? Dann wünsche ich uns viel Erfolg, euch viel Spaß und bleibt trocken. Ne? Vielen Dank. Prost, liebe Basketballfans. Wir sind in München angelandet und sind hier in der Fankneipe vom FC Bayern. Hier treffen sich auch die Big Reds vor dem Spiel. Unerschrockene Alba-Fans, aber haben hier die besten Plätze eingenommen in der Kneipe. Das heißt, ihr habt keine Angst vor dem heutigen Auftritt hier in München. Sowieso nicht. Wir haben nie Angst. Wie geht man das als Alba-Fangruppe jetzt hier so an? Habt ihr euch was Besonderes vorgenommen für den heutigen Tag? Besondere Unterstützung für dieses so, so wichtige Spiel? Ich würde sagen, wir geben wie immer alles, unterstützen die Mannschaft, wo wir können und dann gucken wir mal, wie es wird. Ich frage mal hier noch ganz kurz, wie war die Anreise, wie war die Fahrt im Bus hierher? Na, die war natürlich komfortabel in diesem super Luxusbus, da kann man nicht meckern. Was war das Schönste daran? War es dann die geräumige Toilette, war es die Beinfreiheit, was war das Schönste? Die Toilette habe ich nicht aufgesucht, also ich konnte nur die Beinfreiheit genießen und die Sitze sind ja auch super. Fans, Respekt, Fans and Bier. Von der Wirtsleit und herzlich willkommen. Dankeschön. Bitte schön. Vielen Dank. Wie groß ist die Enttäuschung jetzt nach der Niederlage? Sie war gigantisch, aber es wurde jetzt gerade ein bisschen geheilt, dadurch, dass man die Mannschaft noch mal sehen konnte, dass ich diesen wunderbaren nassen Lappen von Sven Schulze bekommen habe und das Shooting-Shirt von meinem absoluten Lieblingsspieler. Aber das ist schon sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Autogramm auch noch geholt? Natürlich, das 10.000ste ungefähr. Was machst du mit den Trikots jetzt? Also ich denke mal, ich werde sie waschen und danach irgendwo aufhängen. Ihr habt euch ja jetzt diesen Tag angetan, seid in der Früh um 4 Uhr am Ostbahnhof in Berlin eingestiegen, um dieses Spiel zu erleben. Was ist dein Fazit? Zu
zumindest zum Ende hin gut gekämpft, aber man hätte halt mal früher anfangen sollen, auch was zu treffen. Und was sagst du dazu? Ich denke auch, dass die Mannschaftsleitung nicht dafür gereicht hat, heute weiterzukommen und man einfach im nächsten Jahr das besser machen muss. Und wie war der ganze Tag für euch so? Interessant.